Hallo und ein herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Jurassic World Revelations. Hier ist er dann schon rumwackeln. Techlight ist auch wieder dabei. Ja, einen wunderschönen guten Tag und wir haben jetzt ganz, ganz viel shiny Ingots. Und Moment, halt mal deine Bälle flach und danke noch einmal, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist ja eigentlich bei mir schon langsam ein Muss geworden, das zu sagen. Weil muss, wie schon gesagt, muss ich aber. So, jetzt bauen wir den Scheiß. Ja, ich baue jetzt den Scheiß. Wir haben 7 shiny Ingots. Weil ich will nämlich mal was testen. Ich liege im Bett. Ich nicht. Ich bin beim Digital Miner. Und wie eben halt Sid hat er. Hui Gott. Bin ich oft gestorben. Ein Tischler hat das Spiel verlassen, weil ich wollte mir eigentlich was essen machen, aber das haben wir jetzt auf später verschoben. Obwohl meine Zeit zum Essen eigentlich schon lange dran ist, ne? Ja, ich bin eigentlich schon überfällig. Ja, ich weiß, ich liege auch. Das hab ich irgendwie von meiner Tante, dass es Punkt, also so zwischen 18 und 19 Uhr immer Essen gibt. Habe ich echt von meiner Tante. So, der MV-Kapazitor, der füllt sich jetzt auch langsam. In der Mieze. Ich schließe mal eben das ME-System hier wieder an. Das ist schön. Das ME-System hat Saft. Weil ich wollte nämlich mal was testen. Digital Miner schmeiße ich jetzt auch mal da rein. Mach's, das ist. Und? Ich habe der Scheiße am Kopf geschmissen. Naja, passt schon. Du bist eben halt auch scheiße. Hab ich dir vorhin aber auch gemacht, davon mal ganz abgesehen. Habe ich schon gesagt, ich will jetzt mal was testen. Mal gucken, ob's klappt. Station cannot be localed. Jetzt los. Weil er keinen Strom hatte, oder? Wir brauchen Leben, ohne Witz. Wir brauchen eine Menge Leben. So, ich werde mich dann glaube ich mal auf Lebenssuche machen. Aber erstmal muss einiges aus dem Inventar verschwinden. Na, jetzt. So, nee, ich mache mich mal schnell auf Lebenssuche. Ja, ich baue Tesseract. Tesseract. So, was brauchen wir denn dafür? In der. Du brauchst einen Eimer voller flüssiger Ender. Tin und Silber. Tin. Warte mal, hab ich den Magneten hier einstecken? Und Till Silber. So. Ich habe mir mal heute mal wieder Silent Hill angeguckt, ne? Okay. Na, ich muss sagen, auch wenn er von den Kritikern eben halt schlecht aufgefasst worden ist, ich finde den Film gar nicht mehr so übel. Ist im Endeffekt genauso wie Transformers. Die Kritiker sagen scheiße, die Fans sagen geil. Ist er genauso wie. Wow. Ist doch dieser WoW-Film, ne? Die Kritiker sagen, oh, der ist ja scheiße. Die Fans, die hypen den. Ja, so scheiße fand ich den gar nicht. Ich muss sagen, ich fand ihn auch nicht schlecht. Bin ich ehrlich. Bin jetzt zwar nicht mehr so gehypt von World of Warcraft, gebe ich ehrlich zu. Also ich habe ja das Spiel wirklich jahrelang gesuchtet. Aber ich muss sagen, der Film, den haben sie eigentlich gut übersetzt. Ich freue mich schon auf die nächsten zwei Teile. Weil Blizzard hat ja gesagt, wenn es eben halt ein kommerzieller Erfolg wird, was es ja eigentlich geworden ist. Ja gut, das weiß ich nicht, da habe ich keine Daten drüber. Schon alleine durch die Schlitznäsen. Werden die nämlich noch mehr machen? Klippe zu, ja, da jetzt gerade Clay durch. Ja. Kannst du das bitte gleich machen, wenn ich mein Enderium hier fertig habe? Nein. Immer nur am Meckern, der Kerl, ohne Witz. Ja. Klappe. Sonst Beule. Alter, das dauert lange. Ne, nicht, dass der mein Klee zuerst durchschlagen lassen hat? Nö, Enderium ist wichtiger. Richtig. Schnauze. Der Tesseract ist auch wichtiger. Ich hab schon
geschossen. Oh, da ist ein Creepermann. Krass. So, du bist HV. LV. So, also das hier glaube ich, wird richtig geil. Oh shit. So in der Mitte der Kern, ne, da kommt dann noch Glas rein. So, und ach, da kommt noch Gras rein. Ja, kommt noch Gras rein. Und Licht. Ganz so viele Licht. Ich weiß noch nicht genau, mit was für Materialien ich arbeite. Oder arbeiten werde. So, wie ihr seht, habe ich eben halt auch ein bisschen was gebaut. Einfach nur so Testzwecke. Das ist jetzt einfach bloß so eine Just for Fun-Folge. Der hat aber immer noch. Ja, da kann auch Kelly kriegen. Ach, ich kann Strom kriegen. Wie macht man dich? Alter, du hast hier noch so viel Redstone drin. Für den Dings, ne? Wo drin? Im Magma Crucible. Kann sein, keine Ahnung. Ja, ich hab's jetzt einfach weggehauen. Ja, passt. Egal. Redstone haben wir so oder so. Oh, wir haben bloß noch 900. Okay, da haben wir das Resonant Ende. Das ist schön. Boah, ernsthaft. Echt jetzt? Okay, ich klatsche das jetzt einfach mal erstmal da. Nein. Auch. So, jetzt muss ich wieder rüber, jetzt muss ich wieder craften. Craften sie jetzt. Und deswegen ist doch meine Kraft. Wahrscheinlich kann ich 2 Tesserakt bauen. Tesserakt Frame. 2. Yes, we can. Und wir haben noch Enderium über. Also wir müssten dann nur noch braten. Ich verstehe das gerade gar nicht. Ah! Ich verstehe das nicht. Ah. Also theoretisch hat die Lampe jetzt Strom. Nee. Er hat die Lampe an. Jetzt hat die Lampe rein theoretisch Strom. Theoretisch, praktisch, jetzt wird er ganz anders aus. Nee, die leuchtet. Hat er gerade geleuchtet? Ja. Okay. Das weiß ich nicht. Das will ich sehen. Ja, sehen. Warte, Tesseract Nummer 2 ist full. HD. Cool, die leuchtet in HD. Ausgang. Hab ich. No? Die ist an? Das Flutlicht ist an. Man sitzt natürlich nicht, weil es Tag ist und wir eben halt diesen. Ja. Dass wir oben dieses Nachtsichtgerät haben. Ja, habe ich letztens einen Satz gehört. Ne? Also, wie sehen Sie. Wie sehen Sie weibliche gleichgeschlechtliche Liebe? Buhu. Meist in HD. Oh ja, Full HD, 4K HD, Ultra Hoch HD. Hardcore auflösend. So, Tesseract. So, und das Problem ist eben halt bei dem gepowerten Lampe von Immersive Engineering ist es nämlich genauso. Die muss nämlich auch an Strom angeschlossen werden. Necro? Hm? Herzlichen Glückwunsch. Sie haben einen Tesseract gewonnen. Was will ich denn damit? Ich wollte einen haben. Ich habe auch einen. Na, fürs ME. Da ist er, die Powered Laterne. Rein theoretisch. Mal gucken, ob es geht. Ey, mit dem Immersive Engineering, ne, kannst du so viel Schnickschnack machen. Oh, bei mir funktioniert das T wieder. Kannst du nämlich schon ganze Straßenzüge machen.
Ja, ich glaube, die funktionieren nämlich genauso. Nice, das ist weg. No, die funktioniert genauso. Guck mal, komm her. Moment. Put, 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 put. Ja. Ne, ganz kann man die also dranhängen. Dann kann man die eben halt verbinden. Jetzt fängt es an zu leuchten. Er ist geil gemacht, ne? Ich mag den Mod. Ja, ist aber nicht so kreuz und quer, ne? Das muss das mache ich demnächst offline natürlich noch alles mal ganz schick. Ja. Ist jetzt eben halt wirklich bloß zum Eating Plant Seeds. Okay. Ist jetzt einmal wirklich bloß zum Angucken. Klustern kann man auch schüsseln? Also schon gesagt, das kommt alles noch weg, das wird alles noch in wunderschön gemacht. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich gerade irgendwie wie ein bisschen begeistert. Das Einzige, wo ich eben halt nicht begeistert bin, ist eben halt, dass eine Wasserrad hier nicht so schnell arbeitet, wie ich es eigentlich wollte. Aber wird noch. Deswegen... Alter! Komm ich um die Ecke, 6 Creeper. Die kommen jetzt mal alle raus, ne? Station cannot be real. Oh Gott! ich kann mit meinem WLAN-Router nicht mehr ins ME-System. Okay. Ich schaue auch gerade mal alles Unnötige da rein. Auch mal mein Wireless-Ding da, weil interessiert mich gerade nicht. Ja. Cool, Erfahrungspunkte. Coolen Ghost Creeper, das war jetzt knapp. Oh, habe ich einen nicht erwischt. Okay, bei mir steht er da, aber da explodiert die. Wir haben es schon wieder nachts, ne? Boah, schon wieder? Mhm. Ah, da kann ich gleich mal was gucken. Ich muss sagen, also ich bin gerade nicht begeistert. Ich muss mal kurz sterben. Obwohl, ich sehe gerade, ich habe hier ein Kabel durchgelegt, ne? Wohl durchgelegt. Das habe ich vergessen. Hier ein ME-Kabel zu der zum Autocraft. Der Filler hat es nicht zerstört. Okay. Der Filler hat es erfüllt. Okay. Na ja, komm, hinter dir, du Vieh, töte mich. Danke. Hä? Was denn? Warum hast du dich jetzt killen lassen? Weil ich was gucken will, wegen diesem Flutlicht. Pferd greift mich an. Das hätte ich sorgen können. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Ich muss sagen, das Flutlicht, das bringt zwar Licht, aber nicht so, wie ich dachte. Nicht so viele. Nee, ich dachte, es ist auch so ein Strahl nach oben, wie eben halt diese Todespunkte. Alter, wovon krieg ich denn jetzt Schaden? Vom Gaul. Welcher Gaul? Hier ist kein Gaul. Doch. Wo denn? Ich seh keinen. Alter, was ist denn jetzt kaputt? Alter. Und da war das Zombie-Pferd. Nee, ich hab's nicht gesehen. Ach so. Ich hab ein Videobeweis. Mir war's nicht da. Ist immer noch da? Mhm. Kannst du das mal bitte killen? Ich sehe das nicht. Warte mal da. Nee, bleib mal weg dort. Ich bin so als Fledermaus, weil ich meine DNA noch nicht wiedergeholt habe, aber na, mal gucken. Na, bleib doch mal stehen, du Lappen!
Wow. Tot? Jetzt ist es tot. Ja, genau, da den Drop, den sehe ich. Also, hier guck. Na, du bist wieder bei einem Zombie. Ja, das ist das Flutlicht. Du hast, ach nee, du hast jetzt wieder dein ja. Ding, ne? Ja, machen wir, müssen wir nochmal was anderes machen. Also die kommen da alle aus der Höhle raus. Du kannst Flutlicht dort reinstellen. Ich muss sagen, es funktioniert. Und mit diesen letzten Bildern von mir verabschiede ich mich natürlich, wie immer bei euch. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und wir wären eben halt für Feedback sehr, sehr dankbar. Feedback! Und wir wünschen euch natürlich auch noch viel Spaß beim Zugucken, Angucken, was auch immer. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.